Ja, eine neue Verbotsliste ist raus. Und eigentlich sollte jeder YouTuber zu diesem Thema ein Video machen, um einfach die Klicks mitzunehmen. Dass sie sogar einen Alex wieder aus dem Nichts spawnen kann. Es gibt diesen einen Zeitpunkt, wo du als YouTuber aktiv sein musst. Es gibt diesen einen Zeitpunkt, wo du als YouTuber da sein musst. Wenn die Banlist draußen ist, dann musst du vor der Kamera sein und dein Video machen, okay? Das ist die goldene Regel. Das ist praktisch die einzige Regel als YouTuber. Und hier bin ich. Okay, dann bin ich auch mal hier. Und warum sich die Mühe machen, jetzt irgendwie selber irgendwas zu erstellen, wenn man einfach zusammenfassen kann, was andere gesagt haben? Free Content, okay? Was wollt ihr? Also, mal gucken, was die Leute gesagt haben. Fangen wir mit Rinny Brain an. By the way, Rinny Brain und CK Phoenix waren die einzigen, die eine Live-Reaction gemacht haben. Und dementsprechend gab es natürlich auch Emotionen, die hochgekommen sind, wie zum Beispiel diese hier. Synchron! Und ja, alle wissen, die Tuner sind nicht das Problem, sondern natürlich Needle Fiber. Und ja, der heißt Needle Fiber. Aber naja, lieber hittet mal nach und nach alle guten Tuner, bis keine Tuner mehr übrig sind und man Needle Fiber wirklich nicht mehr gut benutzen kann. Obwohl, wahrscheinlich bringen sie noch einen neuen Tuner raus und dann ist es wieder gut, also von daher. Naja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie oft jetzt Tuner noch weggehittet werden, bis dann endlich Needle Fiber halt gehittet wird. Aber, naja. Aber auf jeden Fall, Julio meinte dazu, jetzt gibt es ja diese zwei Hits gegen diese Tuner und deshalb gibt es Folgendes nicht mehr. Das heißt, wir werden nicht mehr dieses Boris Savage Gespamme sehen. Und ich meine, wie sollte man jetzt einen Savage legen und daneben einen Herald? Ich meine, das ist ja total abwegig jetzt, wo diese zwei Tuner weg sind. Man kann ja nicht irgendwie andere Tuner nehmen und dann irgendwie diese Combo starten und dann wieder mit dem gleichen Board enden oder trotzdem einfach Herald legen, daneben noch Dragoon legen. Ja, nee, ich glaube, Konami hat da richtig gehittet und ich glaube, da wird nie wieder was zu kommen. Doch wo wir gerade bei Julio sind, er hat einen guten Ton, er hat ein gutes Bild, er weiß so ungefähr, was er da redet und er schneidet seine Videos sogar. Doch dann frage ich mich, warum schneidest du deine Schmatzer nicht raus? Bitte, schneide sie einfach raus, bitte. Doch Julio hatte noch eine Sache zu der Bandlist zu sagen. Heißt aber auch, dass wir Monarchen jetzt wieder häufiger sehen werden, weil die können einige schöne Locks immer noch verursachen. Zum Ersten finde ich sehr interessant, dass er ja meint, dass es hier einfach mehrere krasse Locks gibt. Eigentlich gibt es nur die Field Spell und das war's. Und alle anderen Locks kommen nicht von Monarch selber, wenn halt irgendwie durch Fiend oder so, aber halt eben nicht durch Monarch selber. Und des Weiteren, warum sollte man Monarch spielen? Alex hat da eigentlich die richtige Antwort. Nicht mehr so gut, dass es irgendwie relevant wäre. Es gibt viel effektivere Locks momentan im Spiel. Und da muss ich einfach sagen, er hat recht. Warum sollte man ein Deck spielen, was quasi den Brick erfunden hat, anstatt irgendein anderes Deck zu spielen, was genau das gleiche kann, nur viel effizienter und eben viel konstanter. Aber ich denke, für die Monarch-Fans ist es dennoch eine gute Bereicherung. Kommen wir zu Pendulum. Denn ja, auch Pendulum hat auf dieser Liste Verstärkung bekommen, denn ihr Iris ist wieder auf 1 gegangen. Und ja, Rinny Brain hat es eigentlich gut zusammengefasst, denn er hat Folgendes gesagt. Doppel-Iris-Magier zurück. Nice! Finally! Ich habe schon mit Daniel so oft darüber geredet. Es wäre so geil, wenn wir sie wenigstens auf 1 hätten. Achso, Graf wäre auch geil, aber scheint er nicht. Ja, und wie schön wäre es, wenn Astrograph auch wieder auf 1 gekommen wäre? Creepfan dachte sich das nicht, denn Creepfan dachte sich, geil, Konami hat einen guten Job gemacht, Astrograph auf 1, bestes Pendulum-Monster ist wieder zurück. Aber jetzt gehen einige Karten auf 1 und da beginnen wir zunächst mal mit einigen verbotenen Karten. Und zwar haben wir erstmal Astrograph-Zauberer. Ja, Leute, der meint das ernst. Astrograph ist zurück. Das kann man sich halt einfach nicht ausdenken. Kommen wir jetzt zu den größten WTF, den es insgesamt gab. Und zwar diesen. What? Badish? Holy shit. The fuck? What? Holy fuck. What? Wieso? Hä? Okay. Why? Warum sollte man das Link-Monster zurückbringen? Ich meine, das ist ja ein Phantom Knight-Link und warum Phantom Knight? Das wäre guter Support für Phantom Knight. Ich glaube nicht, dass in Zukunft irgendwie Support für dieses Deck-Thema rauskommt. Vielleicht so im nächsten Hauptset. Das wäre voll gut. Dann würde man mehr das Hauptset kaufen. Nee, ich glaube deshalb, nee. Ich glaube deshalb ist der nicht auf 1 zurückgekommen. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Was darf bei einer Verbotsliste nicht fehlen? Genau, die Ausraster. Wenn eine Karte auf 1 gegangen ist oder verboten wurde, freut man sich dann doch sehr. Die Emotionen gehen mit einem durch und so auch Rinny Brain. Yes! Yes! Hab ihr Fledermisch! Yeah! Doch wenn ihr jetzt denkt, das war schon der größte Ausraster jetzt hier in diesem Format,
Nein, CK Phoenix hatte folgende Reaktion, als er erfahren hat, dass Blockdrache verboten ist. Also, oh mein Gott! Oh mein Gott! Blockdragon auf null! Was? Was? Sie haben es wirklich gemacht? Was? Was? Blockdragon auf null! Oh mein Gott, ey. Wenn wir jedoch bei CK Phoenix sind, stelle ich mir folgende Frage. Du benutzt Musik von Detective Conan, du hast ein Dragon Ball T-Shirt an, du hast One Piece im Hintergrund und machst ein Yu-Gi-Oh! Video. Was ist dein Auftrag? Da wir bisher noch gar nicht über die halblimitierten Karten geredet haben, würde ich sagen, dass das CK Phoenix einfach mal schnell für uns zusammenfasst. Sir, Graf, ABC Dragon Buster und Totally Awesome, alle auf Ich meine, Leute, was soll man da groß zu sagen? Ja, BA kriegt jetzt Support und BA ist jetzt wieder besser spielbar. Aber die beste BA-Karte, Beatrice, ist immer noch auf 1 und das Deck wird jetzt nur wesentlich konstanter, aber es kann halt nicht irgendwie 3 Beatrice First Turn legen. Also, alles gut, Ruhe bewahren. Kommen wir jetzt zu einem Hit, den viele einfach nicht erwartet haben, und zwar Called by the Grave. Ja, Called by the Grave ist auf 1 gegangen und es gab die verschiedensten Theorien, warum diese Karte auf 1 gegangen ist. Es gab zum Beispiel folgende Idee. Scheinen sind ihnen die Verkäufe von Talents nicht gut genug gegangen, deswegen haben sie jetzt Dave auf 1 gesetzt, dass die Leute auch wirklich Talents spielen. Ansonsten hatte keiner irgendwie eine Idee, warum das sein könnte. Als ich das erste Mal gesehen habe, dass Called by the Grave auf 1 gegangen ist, dachte ich mir, es gibt in OCG ja nicht so eine ähnliche Karte und die könnte vielleicht ja auch jetzt dann zu uns kommen und deswegen hittet man das schon mal runter, dass man nicht 6 Called by the Grave spielen kann, sondern halt nur noch 4. Und diese Idee hatte auch Herz der Karten. Die Theorie wäre jetzt Crossout Designator. Kommt bald Crossout Designator raus? Naja, wir werden sehen, ob Crossout in den nächsten Sets kommen wird. Wäre natürlich interessant und cool. Und dann sind die ganzen Beschwerden von wegen, oh, jetzt hat man nichts mehr gegen Handtraps, natürlich überfällig, denn man hat einfach eine viel, viel bessere Karte, die auch viel flexibler ist, um den Gegner aufzuhalten. Und das war ein kleiner Überblick. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Dann holen wir den Banhammer raus. Ja!